Ladies and gentlemen, good evening. My name is Dirk Franek. I'm from Brno. I have there my own office. I will speak Czech and Mr. Tabor will translate it. Po předchozím vystoupení to budeme mít hodně těžké. Jetzt werden wir das sehr schwer haben, also weil wir zwei langweilige Typen sind. Toto jsou moje první realizace. První stavbu jsem postavil vlastním rukama. Was noch einmal? První stavbu jsem postavil vlastním rukama. Das ist ein Hauptwerk, das ist mit den eigenen Händen des Architekten geknetet. Toto je dostavba zámku po vyhořeném křídle. Das ist Fertigbau eines durch einen Brand zerstörten Schlosses in Böhmen, in Mähren. Tato stavba se stavila 17 let. 17 Jahre lang hat an der Bau gearbeitet. Toto je hliněný model, s kterým jsem experimentoval před 20 lety. Vor 20 Jahren hat Herr Franek mit der Keramik begonnen zu experimentieren. Vor 20 Jahren. Stavby tohoto druhu jsem potom realizoval na hranicích s Rakouskem. Diese Art von Architektur, so Keramik geformte, ist an der Grenze von Österreich realisiert worden. Toto je rodinný dům, starý 15 let. Das ist ein Einfamilienhaus, 15 Jahre alt. A toto je stavba klenutá kostela v Praze, která se připravuje do realizace. Das ist die Fortsetzung, das ist eine Kirche, die wird demnächst gebaut. Je to, in Prag. Je to stavba z cihel klenutá. Es ist ein Bau aus Ziegeln, aber es ist gewölbt, also ein Wunder der Statik. Toto je stavba kostela pro stejnou církev. Das ist ebenfalls eine Kirche. Für die mährischen oder tschechischen Brüder, also eine protestantische Kirche, die alten Hussiten und Aboriten, Sie wissen. Toto je rodinný dům pro mého přítele a pro mou učební. Das ist der Bau für die Buchhälterin im Büro Franek und ihr Freund. Mann ist auch der Bauherr. Toto je tělocvična a první část velkého školského areálu. Das ist der erste Teil eines Schulareals, der Turnsaal. Toto je rodinný dům v Praze, opět pro mého přítele dům. Wieder ein Bau für einen Freund, ein Familienhaus in Prag. Tato stavba měla velmi nízký rozpočet. Es gab kein Geld dafür. Tato stavba v Praze ve čtvrtí Žižkov Pavlačového domu. Das ist ein sogenannten Pavlatschenhaus in Prag-Žižkov, ein Arbeiterviertel. Da waren sehr strenge Denkmalschutzbestimmungen und das sind eigentlich drei Häuser. Toto je stavba kongresového centra vedle skanzenu v Rožnově. Das ist in einem Freilichtmuseum in Nordmähren, also ein... Ja, das ist Kongresszentrum. Toto je stavba rodinného domu v Plzni, která se realizuje v současné době. Opět je to zděná skořepina. Das ist wieder in Pilsen ein Einfamilienhaus, das gerade gebaut wird. Eine ebenfalls gemauerte Schalbau. Toto jsou budovy, které připravujeme do Olomouce, které konfrontujeme s historickými dominantami města historického. Das ist in Vorbereitung Häuser, die eine Konfrontation mit dem historischen Kern der Stadt. Toto je dům pro mou sestru, který stojí na stejném pozemku jako můj ateliér.
Das ist ein Haus für die Schwester des Architekten, steht auf dem gleichen Baugrund wie sein Atelierhaus in Brno. In Brno. Das ist toto je obyvák, kde jsme použili stejné věci, že jsme použili stejné materiály jak na mé stavbě, tak na jejím vlastně interiéru. Das ist jetzt das Wohnzimmer, dort wurden die gleichen Baustoffe verwendet wie dann in dem Büro, also im Atelier. This is my office building, toto je moje jako office budova vlastně v centru Brna. Das ist das eigene Büro, das eigene Bürohaus im Zentrum von Brno. Na tom na další fotce je potom jednačka, jednací místnost v mé kanceláři, kde jsme použili výsledky z našeho experimentování s perspektivou. Das ist der Sitzungsraum seiner Zelle, wo man die Resultate mit den Experimenten, mit Perspektiven verwendet hat. Tyto experimenty jsme potom použili v objektu, který jsme instalovali na výstavách v Praze, v Gentu a v Utrechtu, které v současné době probíhají. Die Resultate haben wir verwendet in einer Ausstellung als Objekt in einer Ausstellung die Prag. Ja. Toto je naše nejposlednější kniha, kterou doufám si můžete koupit tady v místní prodejně. Das Buch, das jetzt erschienen ist, wir hoffen, dass wir das bei Brachne verkaufen dürfen. Das ist nur zu sagen, das ist das Separé-Haus, also die Absteige des Hausbesitzers. Thank you for your attention.